Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Eve. Eine komische Puppe. Ja, ganz viele komische Puppen. Rote Augen. Okay. Not cute. Egal wie ich drauf gucke, es ist nicht süß. Komische Puppen. Kann ich damit irgendwas machen? Irgendwas? Nö. Irgendwas? Das haben wir schon angeguckt. Ja. Können wir irgendwas mit den Stühlen machen oder so? Können wir wieder rausgehen? Können wir jetzt wieder reingehen? Alles gleich. Ja, und jetzt? Ich bin verwirrt. Okay, ich kann mit Dings keine Items nehmen, wie es aussieht. Oder hab keine Items. Hab ich hier irgendwas? Ja. Nee, irgendwie nicht. Ich spreche die Puppen jetzt einfach mal von jeder Seite an. Jetzt mal ehrlich. Stuhl? Bild? Irgendwas? Jetzt mal ehrlich. Also, for real jetzt. Oh. Da ist irgendwas unter dem Tisch. Oh, noch eine Puppe. Ich brauch das nicht. Dann wird da locker noch mehr irgendwo unter den Tischen sein, oder? Unter dem anderen Tisch hier locker noch irgendwo. Oder nicht? Echt nicht? Echt nicht? Was? Hä? Null. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier noch irgendwas ist. Keine Notizen hier. Warum habe ich das nicht früher bemerkt? Okay, ich kann da rausgehen. Erstmal speichern. Da ist kein Ausgang. Das ist kein Grund. Okay. Ist das hier? Hallo? An diesen Dingern würde ich noch nicht ziehen. Das ist verschlossen. Dann gehe ich jetzt... Ja, jetzt kann ich hier immer wechseln. Okay, das ist nice. Okay, ich glaube... okay, jetzt muss ich wahrscheinlich den... Hier ziehen? Alles klar, sehr nice. Was ist, wenn... Ich will jetzt nochmal die anderen alle ziehen. Oh nein! Okay, nein, nö. Will doch nicht mehr. Ja, jetzt können wir rübergehen. Einfach fragen noch. Ich denke ja. Okay. Danke! Lass uns nicht diese Box öffnen. Was? Moment. Ich jetzt nochmal raufdrück? Okay, nein. Jetzt raus. Wieder reingehen. Ich muss ihm das runterschieben, wie es aussieht. Das ist klar. Sehr nice. Das muss ich jetzt darauf schieben. Ich glaube, wenn wir die Puppen kaputt machen, dann ändert das das Ending. Das ist das Problem, Mann. Hallo.
Hallo, Gary. Ich mag es nicht, alleine zu sein. Nimm mich mit. Okay. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Why, warum nimmst du mich nicht? Ja, ich will dich ja nehmen, aber ich kann nicht. Oh Mann! Ich wollte sie mitnehmen. Das ist jetzt gemein. Warum ignorierst du mich? Hast du mich? Nein. Ich will dich eigentlich mitnehmen, aber das Spiel lässt mich nicht. Oi, hey, spiel mit mir. Ich kenne viele lustige Dinge. Ja, das glaube ich dir. Bist ja auch eine kleine süße Bubbe, aber irgendwie... Ich habe viele Freunde. Ich habe auch viele Freunde. Ich stelle ihn dir vor. Stelle sie dir vor. Sei hier für immer. Ich will sie echt gern mitnehmen. Wie lange wirst du mir folgen? Ah, genug davon. Ich bin beschäftigt hier. Ich werde nicht dein Freund werden. Move it. Nicht kicken. Ja, es wäre das Beste, wenn wir hier nicht komische Dinge machen. Nimm mich! Würde ich ja gern. Immer noch. Aber ich darf ja nicht. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zurück und gehen erstmal weiter. Speichern erstmal. Und... Das sind viele Fackeln. Hey, Eve, kann ich dich was fragen? Ist Gary dein Vater? Er ist ein Fremder. Oh, wirklich? Also, habt ihr euch hier getroffen? Ich sehe. Ist deine Mom toll, Eve? Yes. Ah, das ist gut. Du willst deine Eltern wiedersehen, richtig? Ich möchte ja auch bald rauskommen. Lass uns sicher gehen, dass wir hier zusammen rausgehen, okay? Versprochen. Okay. Das... das macht Schaden. Das tut Aua. Hallo. Nee, leave it. Mannequin Head. Ja. Leave it. Es sieht immer noch lebendig aus. Ein Baumschlüssel. Eine... Ah, okay. Die hat keinen Regenschirm. Hier, ein Fisherman. Da ist niemand. Oder niemand ist dort. Leben auffüllen. Hallo? Okay. Gehen wir erstmal hier unten rein. Gleich. Skin und nichts. Und irgendwas, was ich nicht kenne. Es ist verschlossen, okay. Was ist das? Wir können einen Namen da reinpacken. Marvelous Knight. LOL. Das war richtig. Nice. A girl. Damage? Damage? Okay. Eines Tages, da war ein kleines Mädchen. Dieses Mädchen ging mit ihren Eltern in eine Kunstgalerie. Aber irgendwann realisierte das Mädchen, dass sie alleine war. Oder verloren war. Sie suchte in der ganzen Galerie. Aber sie fand ihre Eltern nicht. Und sie fand weder ihre Eltern noch den Ausgang. Ängstlich, hilflos, alleine und hungrig und durstig. Sie fiel und verletzte sich selbst. Putting her body past the limit? An die Grenzen ihres Körpers? Hat sich an die Grenzen ihres Körpers gebracht oder so? Oder hat ihren Körper an ihre Grenzen gebracht? Illustration of Caleb's Girl. Die letzte Seite hat eine Illustration.
von dem kollabierten Mädchen oder zeigt das kollabierte Mädchen. Okay. Zeigt Bilder von bla. Okay, wir gucken die Elbenseite an. Die Lady in Rot. The Lady in Red. Based on a lover he had at the time. Es sagt, dass es basiert, dass es auf einem Lover von, auf einen Lover, eine Freundin von ihm basiert. Oder eine Beziehung, die er in der Zeit hatte. Aber in Wahrheit basiert es auf ein anderes Mädchen. Weiter kann ich es nicht übersetzen. Okay, es hat funktioniert. Alles klar, wir können ja noch weitere Sachen angucken. G-Page. Fisch. Okay. Spider-Man Grayscale, this curious piece makes clever use of shading and angles to give the impression of color. Okay. Dieses graue ist das ist ein cleveres Nutzen von Schatten und angles to give the impression of color. Irgendwas. Okay. So blablabla, die day put into even the scales evokes the wine. Das blablabla Detail gibt eine oder bringt eine sehr große Variation von Emotionen Leuten her. Oder so. Juggling. Jonglieren. Okay, das basiert auf einem Jonglierer oder Jongleur. Jonglierer, genau. Jongleur in dem Zirkus, den er mit seinem Enkel gesehen hat. Er konnte keine. Also, es ist schwer, dort richtige Personen als Modelle zu benutzen. Deswegen. Ist da ein großer Freiraum oder so? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Heavenly Thread. Wow. Was ist das für ein Ort? Hier ist keine Farbe. Floating Palette and Brush. Eine fliegende Palette. Es ist, als wäre da jemand. Da ist ein Regenbogen drauf, okay. Gut, ich glaube, wir kommen hier jetzt erstmal vorerst nicht weit. Obwohl, nee, hier war zu, ne? Ja, genau. Hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter, deswegen. Was ist das für ein Raum? Ich will hier nicht lange bleiben. Oh. Das ging schnell runter. Eieiei. Worry. Juggling. Fishing Hook. Hä? Ah! Okay, das Bild hängt mit dem oben zusammen. Alles klar. Schon mal gut zu wissen. Können wir erstmal speichern. Und die Tür haben wir jetzt, glaube ich, geöffnet wahrscheinlich, oder? Ah, should be able to move it. Warte, ich sollte. Ich könnte es bewegen, aber ich kann nicht. Was? Okay, da fehlen. Nein, warte mal. Where threading of exiglances? Was? Imagery can be made reality. Die immer. Die Vorstellungskraft kann Realität machen, okay. Oder kann Realität erzeugen. No checking out books. Keine Bücher rausnehmen. Alles klar, machen wir nicht. Es gibt keine größere Angst als die Unwissenheit. Alleine sein ist ängstlich. Oder ist gruselig? Fearful, gruselig? Oder beängstigend? Beängstigend. Eine Gruppe von Zweien kann. Was heißt Relief nochmal? Oh Gott, mein Englisch ist halt einfach scheiße. Eine Gruppe von drei kann. The rest of. Is turned off. Der Rest fehlt. Ah nein! Oh, scheiße, ich will es nochmal lesen. Nein! Ich wusste nicht, dass er noch was sagt. Ah nein! Ja! Oh, das ist jetzt unfair. Es beschreibt den Nutzen von Farben. Okay, wow. Okay, hier ist nichts wirklich Krasses drin. Marvelous Night. Ja, okay, hätte ich mir. Oh, gut. Hey, hallo!
I'll always be with you. Ich werde immer bei dir bleiben. Mein Heim ist einfach in der Nähe. Oder mein Zuhause ist in der Nähe. Hier sind verschiedene... heißt das? Mir fällt das Wort nicht ein. Ich weiß, was es ist, aber mir fällt das Wort im Deutschen nicht ein. Okay, wir müssen die 7 Bälle der Farben finden. Okay, dann wird der Raum hier mit Farben oder bemalt. Eingefärbt. Und die Brücke wird erschaffen, okay. Ich wundere mich, wo diese Bälle sind. Okay, ja. Gut, dann wird oben also der... Ah, hallo. Ja, wir haben jetzt einen gelben Ball, okay. Alles klar, das ist nice. It's locked. Was? The doorknob is strangely cold. Alles klar. Also wir haben jetzt schon mal auf jeden Fall einen Ball. Ah, okay, der wird auch schon gleich da reingesetzt. Alles klar. Das ist interessant. Ist jetzt oben schon mal die gelbe Farbe drin? Das ist jetzt... Das wäre jetzt mal... Nee, gar nichts. Okay, schade. So, alles klar. Was können wir denn jetzt hier noch so machen? Wir hätten hier halt was, aber hier können... Nee. Ist immer noch locked. Da ist niemand drin. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Wir hatten doch hier unten irgendwo rote Farbe, oder? Also da ganz hinten. Ja, ich will jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ey. Was können wir denn noch machen? Was war hier drin nochmal alles? Ja, nichts wirklich, außer dieser Tree-Key. Aber da drin konnten wir ja nichts machen. Müssen wir vielleicht diese Dinger hier doch runterkicken? Ich weiß es nicht. Ich will's nicht. Wir lassen sie mal. Wir lassen sie am Leben. Also ich glaube, das war auch nochmal irgendwie eine Entscheidung, die das Ending positiv beeinflusst. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Hier konnten wir auch nichts. Doch, da ist dieser rote Paintball. Okay, und das hat auch noch funktioniert, dass wir da hin und her gehen konnten. Alles klar. Ja, das bringt dir nichts. Nochmal saven. Da ist noch so ein Paint. Ah, okay. Da kommen wir aber nicht durch. Da kommen wir nicht rüber. Können wir einfach durch die Wand gehen hier irgendwo? Nee. Wir müssten das irgendwie hochbewegen können. Jetzt haben wir schon mal 2 Teile der Farben. Haben wir auf dem Rückweg vielleicht noch irgendwo... Oh, fand ihr das schon vorher? Take me! Nee. Müssen wir vielleicht wirklich... Ich renne nochmal zurück. Vielleicht finden wir hinten ja noch was. Obwohl das halt übel dumm wäre, nochmal komplett zurückzulaufen. Nee. Ich glaube, das tut uns das Spiel nicht an. Es wird alles in den verschiedenen Räumen versteckt sein. Würde ich jetzt mal meinen. Ja, es ist locked. Es scheint sehr kalt zu sein. Okay. Wir kommen ja nirgendwo rein. Das ist das große Problem gerade. Da ist kein Wasser in der Vase, ja. Hier können wir ja auch nichts mehr machen. Kommen wir hier durch? Ja, theoretisch ja, aber dann... Oh, okay. Also theoretisch kommen wir da durch. Wir sind nur nicht schnell genug. Continue, wo war ich? Nein, ich hab... Habe ich die Farbe schon eingesammelt? Bitte lass mich die Farbe schon eingesammelt haben. Ja, habe ich, okay. Immerhin etwas. Heavenly Thread, ja. Es ist, als wäre da jemand. Ja, das stimmt schon. Ja, die Brücke wird halt erst gemacht, wenn wir alle Farben haben. That's the problem. Haben wir hier nicht doch noch Alone Keyhole?
Ja, da habe ich ja. Ich weiß ja halt noch nicht, leider, was das gebracht hat, das da reinzupacken. Ich werde jetzt auf jeden Fall einmal speichern und dann gucken, kurz, was passiert, wenn ich diese Dinger runterwerfe. Ich habe hier hinten einmal. Nee. Ich hatte hier hinten so einen Faden gesehen oder sowas. Ja. Der Mannequin cracked into pieces. Ja, ist zerbrochen. Und jetzt sind hier ganz viele. Alles klar. Und ich glaube, genau das ist jetzt das Problem, das wir haben. Deswegen werde ich, glaube ich, gleich sterben. Ich weiß nicht, ob das hier hinten was gebracht hat. Nee, okay. Ja, gut. Es ist nämlich eine schlechte Entscheidung, die runterzuschmeißen. Continue. Ja. Jetzt haben wir den. Ja, okay, gut, alles klar. Und ich beende jetzt erstmal hier den Part, Leute. Ich guck mal, was wir hier machen müssen. Offscreen einmal. Soweit. Also, ich guck nicht, sondern ich teste hier ein bisschen rum. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Oder beim nächsten Mal wieder. Haut rein.